Hey, planst du gerade eine freie Trauung? Dann ist dieses Video richtig interessant für dich. Es ist nämlich so, dass man denkt, wenn man eine freie Trauung haben möchte, einen schönen Ort, einen guten Redner gefunden hat, man am Ende auch eine schöne Trauung haben wird. Aber das ist leider ein Irrglaube, denn um eine wunderschöne freie Trauung zu erleben, braucht man viel mehr Vorbereitung. Und es kommt auf so viele einzelne Stellschrauben an. Und drei wichtige Stellschrauben davon möchte ich dir heute nennen, damit du eine wunderschöne Trauung erleben kannst. Hi, ich bin Susanne Steinherr. Ich bin die Gründerin von der Hochzeitsakademie, wo du ganz viele Tipps und Infos für deine Hochzeitsplanung finden kannst. Und heute geht es speziell um die freie Trauung. Ich habe lange als freie Rednerin gearbeitet, blicke auf viele Hochzeiten zurück und kann dir einfach sagen, dass so viel davon abhängt, wie du diese freie Trauung vorbereitest. Das erste ist, dass du dir einen guten Redner suchst und du kannst natürlich auch deine Freunde nehmen, aber ein kleiner Vergleich, jemand, der zum allerersten Mal Fahrrad fährt, wird das Ziel nicht so gut erreichen wie jemand, der halt schon 100 Mal Fahrrad gefahren ist. Bei der freien Trauung genauso. Jemand, der zum ersten Mal eine Rede hält, kann es nicht so gut machen wie jemand, der schon viele Reden gehalten hat. Zweitens kommt es ganz viel aufs Timing an. Wenn deine Gäste gestresst ankommen, wird die Stimmung in deiner Trauung gestresst sein, abgehetzt sein. Die Leute brauchen erst mal 10, 15 Minuten, bis sie angekommen sind und steigen dann erst emotional in deine Rede ein, wurden also von Anfang an nicht abgeholt. Und hier empfehle ich immer, einen Puffer einzubauen, dass die Trauung erst eine Stunde nach Ankunft der Gäste beginnt, dass man nochmal einen kleinen Empfang vorbereitet, die Leute sich erfrischen können, vielleicht in ihre Zimmer schon einchecken können und dann mit ihren Gedanken auch voll bei der freien Trauung sein können. Und der dritte Tipp ist, selber als Brautpaar keinen Stress zu haben. Das bedeutet, du solltest 2 Tage vor der Hochzeit mit allem fertig sein, dich auf die Hochzeit einstimmen können und in aller Ruhe und ohne Stress zu deiner Trauung anreisen. Und dann kommst du selber in die schönste Stimmung und kannst diesen Moment wahrhaftig genießen. Und du kriegst noch einen Bonustipp von mir. Wenn du deinem Redner nicht genügend Material gibst, wenn du nicht genug dich öffnest und auch emotionale Dinge erzählst, dann kann die Trauung nicht besonders viel Tiefgang bekommen. Also du entscheidest maßgeblich mit darüber, wie emotional deine Trauung wird, indem du deinem Redner guten Stoff für eine Rede zur Verfügung stellst. Wenn du noch mehr über freie Trauungen lernen möchtest und wie du deine freie Trauung in eine perfekte Szene setzen kannst, wie du sie mit wundervollen Ritualen aufwerten kannst, wie du sie individuell gestalten kannst und was man bei einer freien Trauung alles noch machen kann, was viele Brautpaare überhaupt noch nie in ihrem Leben gehört haben, weil sie vielleicht mal auf der freien Trauung von ihrer Freundin waren und vielleicht sogar schon 2, 3 Mal. Aber die kennen diese ganzen Dinge ja auch nicht, weil es ihnen ähnlich geht. Und die ganzen vielen Artikel, die du über freie Trauungen findest, die werden ja meistens von Menschen geschrieben, die keine freien Redner sind oder die einfach nur einen Hochzeitsblog haben oder sowas. Das heißt, die sind gar nicht so tief in der Materie drinnen, haben nicht die eigenen Erfahrungswerte, nicht den Erfahrungsschatz von über 150 Hochzeiten und können deshalb auch eher nur an der Oberfläche helfen. Ich habe extra für Brautpaare, die eine freie Trauung haben möchten, einen kleinen Minikurs zusammengestellt. Der kostet überhaupt nicht viel und damit verspreche ich dir, hebst du deine freie Trauung auf ein komplett neues Level und du wirst diese eine freie Trauung haben, von der alle sprechen werden. Du wirst diese Trauung haben, wo andere Brautpaare hinterher sagen, hey, nur weil das bei der so geil war, möchte ich heute eine freie Trauung haben. Und du erfährst dieses ganze Wissen, was du alles machen kannst, über 30 wirklich verschiedene Rituale in diesem Minikurs. Er ist super umfangreich und für ein kleines Geld zu haben, weil ich weiß, die Hochzeit ist sowieso schon so teuer. Und du bekommst noch gratis einen Bonus dazu, und zwar meinen Gästemanagement-Kurs, wo du erfährst, wie sich deine Gäste wirklich wohl auf deiner Hochzeit fühlen, was sie von dir wissen müssen, was du von ihnen wissen musst, damit du alle Bedürfnisse abdecken kannst, ohne in einen großen Stress zu kommen, sondern einfach nur, weil dir vorher jemand gesagt hat, hey, darauf musst du achten, das ist wichtig für deine Hochzeit, weil er viel Erfahrung hat und die Runde schon oft gefahren. Guck mal in die Videobeschreibung, da findest du den Link zu dem Minikurs, den ich wirklich jedem Brautpaar
unglaublich gerne ans Herz lege, weil er so genial ist und so viel Wissen beinhaltet, dass wirklich jedes Brautpaar, das eine freie Trauung feiern möchte, haben sollte.